Hey, Ivo, weiß ich cool, dass ihr zwei wir könnten nach Spanien fahren, nach Campilf. 1100 Kilometer. Wir zwei, du und ich mit dem Rollstuhl. Zu mir sind die spanische Familie besuchen. Und weißt du, Esti und Samu nehmen wir auch gerade mit. Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du? Ja. Esti, wo bist du? Wo bleibst du? Komm mal! Ich komme, aber mit dem alten Köppel bin ich nicht so schnell. Also, das geht nicht. Du brauchst ein E-Bike für die Reise. Sonst fährst du jetzt tot. Und vor allem, wenn noch der Samu im Velo-Anhänger hinten dran ist. Und für den Ivo brauchen wir auch einen Anhänger. Nein, was ist jetzt mit dem Rollstuhl los? Habt ihr eine Fahne? Nein, sicher nicht! Was ist? Warte, ich komme! Ja, ich komme da nicht raus. Der Rollstuhl geht jetzt nicht mehr, so wie ich will. Ja, super, danke. Ja, aber Dani, was machen wir, wenn der Rollstuhl mit in Frankreich irgendwo in der Pampa der Geist aufgibt? Dann haben wir ein echtes Problem. Easy. Für das haben wir Cornelia dabei. Die fährt unseren Servicewagen, der unser ganzes Equipment in den Platz hat. Der Rollstuhl, die Velo-Anhänger. Und dann können wir mit dem weiterfahren. Abgesehen davon schicken wir Cornelia einen Crashkurs zu der Firma Rollrehabilitation und Co. in Eppingen, wo sie lernt, wie sie den Rollstuhl flicken muss. Aber Dani, eben, wo übernachten wir jetzt? Alben? Unterwegs? Wir können ja nicht jede Nacht in einem Hotel schlafen. Erstens kommt es viel zu teuer und zweitens, du weißt, die meisten Hotels sind nicht rollstuhlgängig. Eben, für das brauchen wir ein gutes Zelt, wo man einfach auf- und abbauen kann. Und jetzt gehen wir an den Etappenplan. So 25 bis 30 Kilometer von Mami in Rollstuhl. Vor allem auch, wenn wir näher über die Pyrenäen überfahren. Und weißt du was? Für die, die daheim geblieben sind, für die würde ich gerne jeden Tag ein Film drehen. Und da brauchen wir eben noch so eine Kamera. Die heisst jetzt die, so GoPro. GoPro, genau. Genau, so eine brauchen wir noch. Prost, Dani. Auf unsere Reise. Ich sehe uns schon, wie wir das Gambrils mit unseren Freunden Fiesta machen. Und merci euch, dass ihr mir helft, meine Lebensjahr zu verwirklichen und dass wir zusammen zeigen können, dass auch Menschen mit einer körperlichen Behinderung so eine Reise unternehmen können. Merci vielmals.